Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play OMSI 2. Heute werden wir auf der neuen Version der wunderschönen Stadtmap Gärten unterwegs sein, und zwar auf der Version 2 von dieser Map. Und da möchte ich mich an der Stelle erstmal bei Wilhelm1974 bedanken, dafür, dass du mich auf diese neue Version von dieser Map, auf die neue Version von der Map Gärten aufmerksam gemacht hast. Genau, wir sind ja vor einiger Zeit schon mal auf der Map Gärten in der Version 1 gefahren. Damals gab es hier nur die Linie 7 und 71. Und jetzt hier bei der neuen Version von der Map gibt es jetzt noch die Linie 1 und 3. Ja, und wir werden heute hier auf der Map Gärten mit dem schönen Scania Citywide GN14 unterwegs sein. Und wie ihr seht, habe ich für den Bus auch hier ein passendes Repaint für die Map gefunden. Und außerdem habe ich bei dem Bus noch ein Update bzw. Das Soundpack von Morphe installiert. Das haben mir auch einige von euch empfohlen. Und was es genau ist und was da für Neuerungen hier beim Bus sind, was für Veränderungen dieses Update, dieses Patch, dieses Soundpack von Morphe hier bei dem Bus mit sich bringt. Dazu komme ich später dann während der Linienfahrt nochmal genauer drauf zu sprechen. Ja, und Linienfahrt ist ein gutes Stichwort, genau. Und zwar komme ich jetzt mal zur Linie, die wir heute fahren werden. Und zwar fahren wir heute eine von diesen beiden neuen Linien hier auf der Map in der Version 2, und zwar die Linie Nummer 1. Und da starten wir an der Haltestelle Gärten Intercity Expressbahnhof oder kurz Gärten ICE. Und die Endhaltestelle der heutigen Linienfahrt ist die Haltestelle Hallenberg, und da werden wir heute circa eine Stunde sogar unterwegs sein. Also eine relativ lange Linienfahrt ist es hier, wobei eigentlich alle Linien, auch die Linie 7 und die 3, das sind ja alles eigentlich relativ lange Linien hier auf der Map Gärten. Da ist man ja immer so circa dreiviertel Stunde bis Stunde ungefähr unterwegs, also haben wir heute wirklich einiges an Fahrt vor uns. Ja, und wir stehen hier mit dem Bus nicht an der Ausgangshaltestelle der heutigen Linienfahrt, also nicht an der Haltestelle Gärten ICE, die ist einige Meter von unserer aktuellen Position entfernt, sondern wir befinden uns heute mal hier wieder auf dem Betriebshof, starten heute mal unsere Fahrt wieder auf einem Betriebshof, und zwar hier auf dem Betriebshof Glockenwiese, nur wenige Fahrtminuten von der Ausgangshaltestelle der heutigen Linienfahrt entfernt. So, dann würde ich sagen, ja, rede ich nicht mehr viel rum, wir gehen direkt mal in den Bus und machen den Bus abfahrtsbereit, dass wir schon bald hier den Betriebshof Glockenwiese verlassen können. So, da sind wir schon hier im Bus im schönen Scania Citywide GN14 am Fahrerplatz. Und wenn ihr jetzt hier mal so das Armaturenbrett betrachtet so, und auch hier den Fahrscheindrucker zum Beispiel, da wird euch sofort auffallen im Vergleich jetzt zur letzten Fahrt. Da sind wir letztens das erste Mal mit dem Scania Citywide GN14 gefahren, damals auf der Map Berlin aus dem Berlin X10 Addon. Und da wird euch hier bestimmt auffallen, dass hier das Armaturenbrett ein bisschen von ein paar Tasten hier anders sind und auch der Fahrscheindrucker ein ganz anderer ist. Das ist jetzt unter anderem hier eine Neuerung von diesem, die bei diesem Update bzw. im Soundpack, ich weiß gar nicht, was jetzt genau ist, ob es jetzt ein Soundpack oder ein Update für den Bus ist, weiß ich jetzt gar nicht genau, ich sage einfach mal beides. Genau, also unter anderem halt durch dieses Soundpack von Morphe, durch das Update von Morphe, wird hier unter anderem halt ein anderer Fahrscheindrucker eingefügt und auch hier das Armaturenbrett ein bisschen überarbeitet. Auch der Bildschirm werdet ihr gleich sehen, wenn wir den Bus anhaben, der ist auch vom Layout, vom Aufbau ein bisschen anders. Genau, aber dazu komme ich während der heutigen Fahrt nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Da haben wir ja dann genug Zeit. Jetzt starten wir erstmal den Bus. So, und beim Starten von dem Bus verändert sich hier bei der beim Scania Citywide GN14 mit dem Update von Morphe verändert sich auch ein bisschen das Verfahren halt, wie man den Bus hier startet im Vergleich zu dem, wie das funktioniert, wenn man den Bus in der Originalversion von Altair sozusagen hat. Und zwar funktioniert es hier folgendermaßen. Ich blende mal kurz das Lenkrad aus. Genau, und zwar startet ihr ja normalerweise alle Busse hier in OMSI 2, indem ihr einmal E drückt, um die Bordelektrik zu aktivieren, und dann halt ihr M gedrückt, um den Motor zu starten. So ist auch beim Original Scania Citywide GN14 Mod. Aber hier, wenn man das Update von Morphe installiert hat, funktioniert es folgendermaßen. Und zwar müsst ihr einmal E drücken, um den Schlüssel einzustecken. Dann drücken wir nochmal E und schalten die Elektrik an. Dann drücken wir nochmal E, aktivieren die Zündung. Seht ihr schon, geht der Bildschirm schon an. Seht ihr schon mal ein bisschen, wie das aussieht. Und jetzt halten wir E gedrückt, um den Motor zu starten. So, und der läuft wunderbar. Und wenn ihr das alles rückwärts wieder, also rückgängig machen wollt, dann müsst ihr einmal M drücken, um den Motor auszumachen, dann nochmal M drücken, um die Zündung auszumachen und so weiter und so fort, bis halt dann der Schlüssel aus dem Schlüsselloch rausgezogen wurde. So, der Warnton ist jetzt auch aus, weil wir jetzt genug Vorratsdruck für die Bremsen da haben, und wir programmieren als nächstes mal das IBIS, beziehungsweise melden uns jetzt erstmal hier beim Fahrscheindrucker in dem System an. So. Die Login-ID ist genau die gleiche wie auch beim Original Scania Citywide GN14.
So, die 9691 bestätigen wir gerade. Und der PIN-Code ist die Nummer 1805. So, auch bestätigen, wunderbar. Und da sind wir jetzt hier schon im Hauptmenü und machen jetzt mal Folgendes. Gehen jetzt auf... sind wir im Hauptmenü? Jetzt, so, genau, das ist das Hauptmenü. Das eben war gerade auch nochmal genau das Menü. Und das ist aber das Hauptmenü. Keine Ahnung, irgendwie so. So, ihr habt hier das Datum und die aktuelle Uhrzeit. Und dann werden wir jetzt mal Linie und Kurs eingeben. Das funktioniert hier folgendermaßen. Ihr müsst hier auf LSK drücken und dann halt hier erstmal die Liniennummer eingeben. Falls bei der Liniennummer Sonderzeichen dabei sind, die hierhin, KK, keine Ahnung, für was das steht. Wenn da irgendwas ist, dann müsst ihr es da eingeben und hier die Route. So, und wir fahren heute die Linie 1, also dementsprechend hier bei Linie 001 rein. Keine Sonderzeichen dabei, keine Zahlen hier für KK, also jeweils immer 00. Und die Route für die Richtung Gärten ICE nach Hallenberg ist die Route 001. So, wunderbar. Dann bestätigen wir das Ganze hier mit der grünen Taste, wo der Enter-Haken drauf ist. Und müssen kurz warten. Also ist jetzt eigentlich von der Bedienung her für das Programmieren vom IBIS eigentlich genauso wie auch beim Scania Citywide GN14, bei dem Fahrscheindrucker, bei dem Original und auch bei dem MAN Line City DD aus dem Berlin X10 Addon. So, müssen wir gerade noch das Ziel bestätigen, das passt. Und jetzt müssen wir kurz mal außen gucken, ob das schon geschildert hat. Ne, noch einmal müssen wir draufdrücken. So, einmal drücken wir nochmal drauf. So, und jetzt müssen wir das nächste Mal erst draufdrücken, wenn wir an der Ausgangshaltestelle angekommen sind, damit er passend schildert. Und dann nochmal draufdrücken, wenn wir losfahren, damit die automatischen Ansagen aktiviert sind. Genau, steht nämlich hier erstmal 1 Betriebsfahrt. Und hier vom Sound her hört ihr auch, hört sich auf jeden Fall auch richtig cool an. Ich kann ja mal gerade im Leerlauf Gas geben. Also der Sound bei dem Bus ist auf jeden Fall echt spitzenmäßig, richtig geil. Und da würde ich sagen, genau, legen wir mal los mit unserer heutigen Fahrt. Fahren mal los zur Ausgangshaltestelle. Einmal die Bremse volldrücken, Vorwärtsgang einlegen und die Feststellbremse lösen. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit und fahren los. So, erstmal hier links rum und dann blende ich gleich nochmal die Wegweise ein. Genau, wir fahren jetzt erstmal zur Ausgangshaltestelle und wenn wir dann losgefahren sind, kommen wir hier links auch raus. Ne, da sollen wir nicht lang, wir müssen da hinten ums Gebäude hinten drum. Genau, wenn wir jetzt dann gleich losgefahren sind, beziehungsweise wenn wir an der Ausgangshaltestelle angekommen sind, werden wir erstmal den Fahrplan auswählen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, das machen wir dann, wenn wir an der Ausgangshaltestelle angekommen sind. Nicht, dass es dann irgendwie so ist, dass wir dann irgendwie mit Verspätung losfahren oder so, sondern wir gucken dann, dass es dann wunderbar passt von der Zeit. So, dann verlassen wir einmal den Betriebshof. Genau, und dann kann ich eigentlich dann direkt auch mal auf die Neuerung sozusagen durch dieses Update hier von Morphy eingehen. So, gucken, was die Straße frei ist. Ja, sieht gut aus. Dann einmal los. Na, die Ampel ist noch grün, vielleicht erwischen wir sie noch. Wäre super. Ja, sieht gut aus, wunderbar. So, gleich rechts abbiegen und hier die Straße hochfahren und dann sollte da oben auch schon, wenn ich richtig liege, die Ausgangshaltestelle Gärten ICE liegen. Genau, da haben wir sie. Da müssen wir, glaube ich, jetzt gleich rechts. Und dann kommen wir zur passenden Haltestelle. Genau, hier rechts rein. Und dann ganz nach hinten fahren erstmal auf den Pauseplatz. So, schön hier abbiegen. Ohne auf den Bordstein aufzukommen. Perfekt. Und da steht es auch Gärten ICE Pause. Und da steht auch ein Kollege von uns mit dem C2. Wir stellen uns einfach mal links daneben. Ist ja hier noch ein Platz frei. Und da vorne ist dann die Starthaltestelle. Mal gucken, da werden wir den Kollegen wahrscheinlich ablösen. So, grüß dich. Und dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir können ja mal kurz die Haltestellenbremse setzen. Nicht Haltestellenbremse, sondern Feststellbremse. So. Und suchen jetzt mal gerade den Fahrplan raus. Wir fahren die Linie 1. Und welcher Umlauf passt? Der sieht doch gut aus. Wobei, das ist ein bisschen spät. Wir haben gerade 9.44 Uhr. Na, 9.45 Uhr ist ein bisschen knapp. Warte mal, war da gerade eine 10 Uhr? Ah, 10.15 Uhr, das sieht auch gut aus. Gärten ICE, los geht's um 10.15 Uhr. Und wie gesagt, circa eine Stunde später kommen wir dann planmäßig an der Endhaltestelle Hallenberg an. Wunderbar. Dann nehmen wir doch gerade diesen Umlauf und können die Zeit mal vorstellen auf 10 Uhr. Machen wir ruhig 10 Uhr 11. Genau, wir sind ja eigentlich soweit schon fertig. So, 10 Uhr 11. Und genau, fahren wir los. Fahren wir vor zur Ausgangshaltestelle. Also einmal volle Kraft voraus.
Und dann müssen wir gleich nochmal die Taste Enter da drücken, die grüne Taste auf dem, hier im, na, Fahrscheindrucker, genau, im Bordcomputer sozusagen, damit es passend geschildert wird. Genau, und dann kommen schon die Fahrgäste hingelaufen, wir gucken nochmal kurz. Ja, wunderbar, passend geschildert. Die Nummer 1 nach Hallenberg, die fahren wir heute. Und dann öffnen wir gerade mal die Tür. Kommen Sie rein, Damen und Herren. Guten Morgen, hallo. Okay, schade. Scheinen anscheinend nicht zu sprechen. War auch bei meinem Test vorhin. So, da haben sie irgendwie auch nichts gesagt. Auch nichts gesagt, die Fahrgäste. Keine Ahnung, wieso. Warte mal, was kriegt der noch? Ah, ne. Fahrschein. Stimmt, müssen wir kurz hier unter F. Ticketverkauf. Ein Einzelfahrschein. So. Und was noch? Ah, ne, er will eine Kurzstrecke. Entschuldigung. Kurzstrecke normal. Bitteschön, 1,70. Oder Rückgeld war noch nicht passend. Die Taste. Also. Kommen Sie rein, hallo. Ja, schade, dass es nicht klappt hier mit dem Stimmen von den Fahrgästen. Keine Ahnung. Es war halt auch vorhin so. Also, keine Ahnung, ob das hier so ein allgemeines Problem noch irgendwie ist. So, dann kriegst du noch 8 zurück und eine Kurzstrecke ermäßigt, genau. Ah, nee. Ja, du willst jetzt einen normalen Fahrschein, stimmt. So. Bitteschön. Was? Zu viel Wechselgeld? Na gut, ich kann da nicht irgendwie drauf zugreifen auf das Wechselgeld. Ja. Dann bitte für das Trinkgeld. Ja, keine Ahnung, hier kommt man nicht irgendwie zum Wechselgeld. Das liegt ja da auf der anderen Seite, ne? Genau, das haben wir. Na egal. So. Wunderbar, dann gucken wir mal. Wir können ja jetzt eigentlich auch schon mal hier nochmal bestätigen. Wobei machen wir das hier? Ne, Hauptmenü. So, bestätigen, damit es jetzt auch dann losgeht mit den Ansagen. Und hier auch von diesen Anzeigen hier im Bildschirm. Ich glaube nämlich hier, wenn ihr mal den Infodisplay anschaut, der sieht auch ganz anders aus, als halt bei dem Scania Citywide GN14 von Altair. Ich glaube, der ist ja hauptsächlich von Altair, ne? Und, also im Original sozusagen, Original-Mod. Und der ist hier, ich weiß nicht, ob der andere oder der hier jetzt dem Original Scania Infodisplay vom Scania Citywide GN14 entspricht, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, dass der hier auch der Realität jetzt entsprechen wird. Genau, sieht man, der Bus ist abgesenkt, die Tür 1 und 3 ist auf. Die 3 wird anscheinend immer selber aufgehen. Hier können wir übrigens auch die Türen dann freigeben, dass die Fahrgäste selbstständig die Türen öffnen können. Das machen wir am besten auch mal, dass die Fahrgäste es dann immer selber öffnen können. Und hier unten sieht man auch noch mit diesem roten Symbol da unten, dass die Türen wahrscheinlich auf sind. Genau, was wir auch noch machen können, ist gerade mal hier die Klimaanlage anmachen. Das ist die hier. Die ist so programmiert, dass die Temperatur automatisch auf 20 Grad eingestellt wird. So, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Genau, hier steht es, 10.15 Uhr müssen wir losfahren. Stellen wir die Zeit gerade mal auf 10.14 Uhr und 30 Sekunden vor. So, kommt aber keiner mehr, so wie es aussieht. Ich trinke nochmal kurz einen Schluck und dann können wir gleich losfahren. Wir blenden aber vielleicht doch noch die Infozeilen oben ein, dass wir genau sehen, wie viel Verfrühung oder Verspätung wir haben. Genau, dann geht es rechts lang da in Richtung Kreisverkehr. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch schon sehr auf die heutige Fahrt hier auf der Map Gärten. Hier in der neuen Version, in der Version 2. Und so wie ich es auch im Forum von, im OMSI-Forum mitbekommen habe, bei der Map, in dem Beitrag, dass, da steht auch, dass diese Map jetzt immer noch weiter erweitert werden soll. Da steht so, to be continued. Also, dass die Map immer noch weiter überarbeitet werden soll. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die nächsten Versionen von der Map, weil die Map Gärten ist so irgendwie somit die beste Stadtmap, die ich kenne. Also, die gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. So, die hintere Tür ist zu. Ah ne, dann ist das die... Ah, das ist die Haltestellenbremse. Ist gar nicht Türen freigeben. Okay. So, also doch den Schalter so lassen, nicht umstellen. Und los geht's. Aber ist auf jeden Fall echt eine richtig geile Map. Also ich kann euch die Map auf jeden Fall nur empfehlen. Die einzige Voraussetzung, die ihr halt erfüllen müsst, um diese Map nutzen zu können, um hier auf der Map fahren zu können, ist halt, dass ihr das Add-on Hamburg Tag und Nacht benötigt, weil ihr habt schon vielleicht auch gesehen, dass hier das eine oder andere Element, das eine oder andere Scenery Object, Spline und so weiter von der Map, also von dem Add-on Hamburg Tag und Nacht verwendet wurde, auch von den Straßen und so weiter. Oder auch eben die nächste Haltestelle, Fürstenpark. Na, da kam die Ansage gerade mal doppelt. Genau, zum Beispiel jetzt auch die Leute, die da ebenso als so statische Leute da auf dem Platz jetzt standen. Das waren ja auch Leute aus dem, das waren ja auch Objekte sozusagen aus dem Hamburg Tag und Nacht Addon. Gut, mit der KI ist ja nicht so zwingend jetzt sozusagen, aber halt von verwendeten Scenery Objects, da benötigt ihr halt das Addon Hamburg Tag und Nacht. Genau, so, Temperatur sollte jetzt auf schön 20 Grad, hier angenehme 20 Grad runter geregelt werden.
Wir haben die Freigabe zum Fahren. Die Ampel ist rot. Und weiter geht's zur nächsten Haltestelle. So. Und die Ampel bleibt auch grün. Komm schon. Bleib grün, bleib grün, bleib grün. Ja, die ist grün. Wunderbar.